Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen Deponia weiter. Ich habe ja mal vor einer Weile angefangen und ganz viele Leute wollten unbedingt, dass es weitergeht. Warum also nicht, denke ich mir da. Und damit gehen wir direkt ins Spiel. Ich habe natürlich jetzt in den letzten Wochen viel, viel vergessen. Man könnte auch sagen, alles. Ich weiß nur noch eines. Hier wohne ich. Oh nein, 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 nein. Hier wohne ich nicht, ne? Hier, oder doch? Also auf jeden Fall, wir gucken mal, ob ich hier wohne. Ja, hier wohne ich. Wir sind also hier jetzt, das haben wir eben schon gesagt, unser Haus. Wir haben unseren Kram zusammengesucht. Vieles davon haben wir auch schon gefunden. Erstmal wieder klarkommen. Wo war nochmal Inventory? Da, I. Wir haben das Handschweiß. Das könnte nützlich werden. Das glaube ich auch. Oh, ist das hier? Was ist das hier? Ah, das sind die Aufgaben. Okay, wie ihr seht, den Koffer habe ich gepackt, die Zahnbürste, Proviant habe ich, Schneider und die Socken habe ich auch. Beide, wobei ich nicht weiß, habe ich beide Socken? Ich glaube schon. Und das war schwieriger, als man denkt. Koffer verstauen, Harpune kalibrieren, Lunte zünden, sich an den Organonkreuzer heften und nach Elysium gehen. Das ist der langfristige Plan. Der erste war den Koffer packen. Das haben wir immerhin schon geschafft. Jetzt gilt es, den Koffer zu verstauen. Vielleicht habe ich das ja auch schon gemacht. So, ihr werdet mir ein bisschen helfen müssen, damit ich hier erstmal wieder klarkomme. Hier habe ich, glaube ich, die Socken habe ich hier gewaschen. Autsch! Das ist ja heiß. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Eine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten. Wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich krieg das schon hin. Sicher. Das klingt kompliziert, aber wir haben ja eben den Plan gesehen, der wiederum klingt irgendwie auch durchführbar. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Jetzt gucken wir mal, was Poki zu sagen hat. Und hier sind wir jetzt vor Tonis Hütte. Da kann ich das erste Mal ein bisschen was... Entschuldigung, ich muss das abbrechen, weil die Musik ein bisschen zu laut ist. Kann man die Kommentare auch lauter machen? Die sind nämlich sehr leise. Nee, scheinbar nicht. Okay, gut, dann nehmen wir es so. Und hier sind wir jetzt vor Tonis Hütte. Da kann ich das erste Mal ein bisschen was zur Grafik sagen. Und zwar ist das ja der tatsächlich erste Screen, der für Deponia erstellt wurde. Und zwar die erste Version von diesem Screen habe ich sogar selber persönlich angefertigt. Und das war das allererste Asset, was es zu Deponia gab. Meine erste Version von diesem Screen, allerdings im Ätna-Stil. Damals war es noch links ein großer Reifenberg unter diesem Plateau
mit dem Tunnel, der in den Stadtkern geht. Und, nee, warte mal, der Reifenberg war tatsächlich rechts. Und links gab es einen Stapel von alten Datasetten mit den IT-Spielen. Zu der Zeit hatte ich irgendwann gelesen, dass die Entwickler von, die Atari-Entwickler, die halt damals das Konsolenspiel IT gemacht haben, den ganzen Überschuss, weil sich das Spiel so schlecht verkaufte, irgendwo in der Wüste verscharren mussten. Das fand ich so lustig, dass ich hier eine Einspielung in meinen Stream zeichnen wollte. Also ich dachte, möglicherweise zeichne ich auch hier in diesem Spiel wieder die Hintergründe selbst. Wozu es dann ja natürlich nicht kam. Und da bin ich auch sehr glücklich darüber, weil wir dann den Michael Benrath verpflichtet haben, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe, für ein Lizenzspiel für Warner namens Anderthalb Ritter. Das war das zweite Spiel, das bei Delic rauskam, oder das dritte nach Whispered World, vor Whispered World, oder? Ja. Und Bogi, Konzentration! Und ich war der die Leute haben nicht endlos Zeit! Ist, um den cartoonigen Hintergrundstil für die Welt der Pronia zu zeichnen. Und das war auch ein sehr großes Glück, dass er da Zeit und Lust für hatte. Und uns dann ja auch quasi mehrere Jahre lang begleitet hat. Und tatsächlich saß Micha dann auch schon als einziger und erstes Teammitglied sozusagen mit mir zusammen in einem Raum, als ich fast ein Jahr lang hatte, um das Konzept für gesamte Polia, also die Complete Journey quasi, zu konzipieren, bevor wir entschieden haben, dass das Teil so groß ist, dass wir es in drei Einzelteile eigentlich aufteilen müssen. Jetzt habt ihr wieder alle drei zusammen. Ebenfalls bemerkenswert ist hier in diesem Screen, dass mir hier zum ersten Mal auffiel, dass unsere Animatoren komplett überengagiert sind und eigentlich hatten wir sehr wenig Zeit für die ganzen Animationen, die halt nötig wurden, also geplant waren und auf unserer Liste stand, um Deponia zu beleben. Und hier war eine Animatorin an dem Briefkasten beschäftigt und sollte halt einfach nur eine kurze Animation machen, die war sogar auf Nice to Have gesetzt, weil im Prinzip benutzte Schraubenschlüssel mit Briefkasten und so, das hätten wir auch mit einer Standardanimation lösen können. Guter Tipp! Das war sowas, was wir klassischerweise in älteren Spielen halt mal einfach mit so einer Standard-Greifanimation gelöst hätten. Aber die stand eben bei ihr auf der Liste und sie machte so diese ausladende Animation, wie sie halt diesen Briefkasten, halt, Rufus den Briefkasten halt so durch die Luft sausen lassen, bis er in seiner Manteltasche landete. Und da dachte ich so, boah, ja, das will ich eigentlich für das gesamte Spiel. Und da fing dann der tatsächliche Wahnsinn von Deponia eigentlich so richtig an. Großartig. Auch aus Ritter-Sicht ist dieser Raum sehr interessant, weil tatsächlich die Perspektive von dieser Brücke eine sehr, sehr schwierige Aufgabe darstellt, weil Rufus einmal auf dieser Brücke, während er nach unten geht, nach vorne läuft und dann aber immer noch nach vorne läuft, während er die Brücke quasi wieder heraufgeht. Das heißt, eine Verschiebung des Charakters auf der Y-Achse bedeutet hier bis zur Mitte der Brücke, dass er nach vorne geht und ab der Mitte der Brücke bedeutet es, dass er nach hinten, also nach Norden auf den Speed zu gehen, nach vorne laufen. Und das ist tatsächlich in Visionaire so gar nicht vorgesehen gewesen. Deswegen war es tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Screen, um den tatsächlich zu scripten. Und wir haben da einiges probiert und tatsächlich auch nochmal den Screen umgezeichnet, damit es nachher halt bestmöglich aussieht. Ja, sehr interessanter Screen. Gleich zu Beginn. Wow, heftiger Einstieg. Ja, dazu muss man sagen, dass Poki wahrscheinlich niemand gesagt hat, dass er sich da ein bisschen kurz fassen sollte, weil der Spieler währenddessen nichts machen kann. Andererseits, ich persönlich feiere sowas wirklich total gerne. Ich fand das auch bei, ich glaube, es war Thimbleweed Park. Wir haben das ja vor kurzem jetzt bei Monkey Island auch gesehen. Es gibt ja diese Entwicklerkommentare zu bestimmten Screens. Finde ich an sich immer super interessant. Ich finde auch alles, was Poki sagt, total interessant. Es ist halt nur lang. Du merkst halt, dass der Typ einfach auch nicht reden, das Reden nicht verlernt hat und einfach nicht aufhören kann. Dass jetzt diese bekannte Brücke mit der Animation nach vorne, die wir eben gehört haben. Warum macht er dann nicht einfach die Brücke hier so rüber? Warum müsst ihr die Brücke denn so kompliziert um die Ecke machen? Ihr könnt doch einfach nur hier so, whoop, einmal hier so straight rüber. Na gut, ich werde mich nicht aufregen. So. Er versperrt gucken wir mal. Mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Ein sattelförmiger Kasten. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich habe mehr als das, aber ich habe nur diese Items. Ernsthaft? Ups. Das
das ist ja krass. Moment, ich muss kurz was gucken. Kann ich den von hier oben? Ich dachte, ne, weil das hier diese Klammer ist, so diese Zange oder so, dass ich das so runterziehen kann, wenn ich will. Nee, ich habe nur das Handschweißgerät. Sobald ich einen Schraubenschlüssel habe, werde ich mir diesen Briefkasten mal genauer angucken. Das sitzt auch so schon fest genug. So, eine Sache muss ich auch noch lernen. Ah, genau. Wie kann ich etwas benutzen und was kann ich benutzen? Das sind hier nur diese Items. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Die grabsche ich weg. Autsch, heiß! Ach komm! Echt? Brauche ich Handschuhe für die Chilischote? Krass. Ich habe bei mir draußen auf dem Balkon hat meine Freundin auch so einen Topf mit Erdbeeren angepflanzt und da ist eine kleine ranzige von Abgasen vermutlich schon längst auf maximale Krebserregung geeichte Erdbeere dran. Ich habe sie bis heute noch nicht abgezupft. Wow, echt, das war's schon. Ich dachte, ich komme hier raus und es gibt direkt irgendwie neue Aufgaben, neue Rätsel. Aber nein, ich komme einfach nicht mal bei diesem Schritt hier weiter. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Ah, bringt nichts, ne? Ich schreibe. Krass, ich hätte jetzt gedacht, ich kann hier vielleicht noch drücken. Nichts, nichts von dem. Oh Mann, das macht mir richtig Sorgen, weil ich eigentlich jetzt schon hoffte, Toni hatte schon immer, dass ich hier auch was finde jetzt als für meine zukünftigen Rätsel. Aber nein, ich bin wieder hier. Wieder bin ich hier, wo ich letztes Mal schon eine Stunde lang rumgelaufen bin. Wobei ich sagen muss, ich habe schon viele Sachen entdeckt. So. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Ich weiß halt leider gerade nicht, wo eigentlich der Koffer ist, der in dem die Sachen sind. Wahrscheinlich oben noch im Bett, im Zimmer. Boah, was für eine Plörre. Gibt es denn in diesem Haus gar nicht typisch? Kannst du denn, ja, zumachen, ob genau. Ich da die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Danke, Louis Louis, für dein Prime-Abo seit 3 Monaten. Das sehe ich doch gern. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Wie gesagt, ich bin diesen Monat eine Woche weg, aber ich komme wieder und dann werde ich alles wieder aufholen. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Ah, so eine gute Couch ist Gold wert. Tja, ich gucke mich nochmal mit allem um. Ne? Ich hab's, wenn ihr was wisst, was ich vom letzten Mal vergessen habe oder machen muss, dann sagt es mir gerne, damit ich wieder reinkomme. Aber ich will schon die Rätsel auch selbst lösen. Im Moment weiß ich nur noch nicht mal, was ist das Rätsel. Autsch! Verdammt! Hättest du dir denken können. Das ist ja Stuhl. Ob sie immer noch heiß? Autsch! Autsch! Ich wollte es eigentlich nur angucken. Tja, ich habe halt wirklich nur das Handschweißgerät. Was sagt er denn? Das könnte nützlich werden. Ja, okay. Ich zocke übrigens heute nochmal Deponia, weil viele Leute das gefordert haben. Und ich mag Deponia auch sehr. Ich habe es nicht gespielt. Also ich kenne nur die... Ich kenne die Reihe, aber ich habe sie nie selbst gespielt. Aber ich... ach, da geht's weiter. Okay, dann gehen wir noch dahin. Aber ich bin... Intrigued, wie es so schön heißt. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Das ist die, das ist Elysium wahrscheinlich, wo er hin will. Okay, dann gehe ich hier raus. Ja, hier geht's nämlich weiter. Genau, hier waren wir ja eben, ne? Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Ey, Grüße an die Krogana. Danke, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, das ist natürlich ein bisschen ruhigeres Pacing, als ihr es jetzt gerade von Krogi habt. Kurz, um euch abzuholen. Okay, hier sind wir. Jetzt sind wir musikalisch alle wieder auf einem Level. Ich spiele Deponia und freue mich, dass ihr dabei seid. Ist ein bisschen ruhiger als alles, was bei Krogi abgeht. Das ist mir bewusst. Ich habe auch kein Drumset, aber... Ich habe ein Denkset, ein Gehirn, behaupte ich, behaupten manche andere. Und
damit werde ich jetzt die Rätsel lösen, die sich hier bieten. Ich weiß selbst nicht, was zu tun ist. Ich weiß nur, ich will hier abhauen und ich habe einen Plan. Ist er da? Ja, und das sind die Grünen, sind die Sachen, die ich schon gemacht habe. Also ich koffe meinen Packer, Ich packe meinen Koffer, Und dann müssen wir ihn verstauen und abhauen. Das ist der Plan, aber da kommen wir noch lange hin. Der treue Wenzel, wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber irgend sowas. Okay, aber mit dir reden kann ich nicht? Hey Wenzel! Doch. Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal, du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Ja, das ist übrigens hier, nehme ich mal an, die Kapsel. Das Ding, an das ich mich festhalte. Hier vorne ist der Pömpel-Raketen-Zielfernrohr. Ich weiß eigentlich nicht, wo da mein Sitzplatz sein soll für mich. Ich nehme mal, dass die Ketten damit irgendwas zu tun haben. Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa nicht daran gedacht, ein Staufach einzubauen? Klar habe ich daran gedacht, aber... Wo ist dann das Problem? Ich sagte doch, es gibt kein Problem. Der Plan ist perfekt. Und wer bin ich dir zu widersprechen? Ein Nichts. Noch was? Ein Nichts. Das ist so gut. Ich mag ihn, aber er ist halt auch ein arroganter Fatzke. Aber er ist gerade so arrogant, dass man ihn noch mag. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja... Zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Ja, wir fragen erstmal alles aus, ne? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue. Okay. Naja, nichts ab. Diesmal, das haben wir jetzt alles schon. Es wird auf jeden noch irgendwelche... Haben wir alles schon, okay. Diesmal wird es klappen. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Jetzt sehe ich das erst, weil eben das Textfeld davor war. Moment, ich zeig's euch gleich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich habe so viel Zeit, wie ich will, denn ich bin in einem Adventure. Hier ist die Kapsel und das meinte ich ja vorhin schon, diese Kette hängt wohl irgendwie damit zusammen, beziehungsweise da dran. Und genau so scheint es auch zu sein. Hier ist die Harpune, Pömpel, Treiber, hier muss irgendwo noch Magnet sein. Damit kann man zielen und dann wird diese Kapsel, das wird sowas von, das sehe ich jetzt schon, dass das nicht funktionieren wird. Und ich muss auch schmunzeln, weil ich jetzt überall, wenn ich diese Animationen im Hintergrund sehe, weiß ich ja, dass der Poki da überhaupt keinen Bock drauf hatte, weil das so viel Arbeit ist. Aber sie haben es trotzdem gemacht.
Und jetzt sehe ich hier einen Schraubenschlüssel. Mein teuer Schraubenschlüssel. Werde ich natürlich mitnehmen. Denn mir hat ja Poki schon erzählt, dass ich unten den Briefkasten abschrauben kann. Schau mir gerade deine Bumsbank-Schlong-Schlong-Song an. Was für eine Berlin-Experience. Ja, so ist das in Berlin. Was soll ich dazu sagen, ne? So ist das. Berlin. Du bist so sonderbar, Berlin. Wenn ihr das jetzt nicht wisst, wovon da die Rede ist, dann könnt ihr das gerne auf YouTube alles nachholen. Ich habe eine Menge lustiger Geschichten in Berlin, die mir passieren. Mehr als irgendwo sonst. Und ich teile sie immer wieder gerne mit euch. Insofern könnt ihr sie euch gerne auf YouTube nachholen. So, danke, Neblinea. Okay, wir haben den Briefkasten. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Deswegen wird hier sattelförmig gesagt, weil ich einen Sattel brauche, einen Sitz. Kapsel hat keinen Sitz. Oh, doch? Hm, auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Danke auch, Xanthos87, für deinen 8 Monate laufenden Subscriber-Tier. Danke. Kind of Spook ist auch schon lange dabei. 8 Monate auch, vielen, vielen Dank. Und ja, Neblinea habe ich gerade eben nur kurz erwähnt, aber ist auch schon seit 7 Monaten dabei. Danke, 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 dass ihr das so lange schon mitmacht. Ja, tut mir leid, wenn ich diesen Monat ein bisschen weniger mache. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Aber nächsten Monat wird's mehr. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Aber warum hat er diesen Sitz jetzt denn nicht genommen? Da war eigentlich der Sitz dran befestigt. Ja, ja, okay. Frage ich mich schon, warum er das jetzt gemacht hat. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. So, und nun? So, und wohin jetzt damit? Na, geht doch. Ja, und was mache ich jetzt mit der Batterie? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ich habe eine Idee. Ist das der alte Sitz, ne? Okay. Dann nehmen wir den sattelförmigen Briefkasten. Ha, passt. Und kann ich dann die Batterie da rein? Ja, okay, ist ziemlich genial. Cool. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist nice. Fort. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Gucken wir doch mal, wie weit wir sind. Das haben wir, Batterie verstauen, Koffer verstauen, Harpune kalibrieren. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Aber ich kann ja nicht nach oben, aber ich kann nach oben rechts und unten links, okay. Kann man noch mehr? Nee. Nur so? Das alles? Ah! Ha, 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 ha. Nee? Ah, okay. Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich so langsam. Aber da habe ich irgendwas jetzt noch falsch gemacht. Da muss ich nochmal einen hoch, nochmal einen hoch. So. Und jetzt? Nee. Shit. Wenn ich da jetzt einen runtergehe, da geht der ja zwei gleich runter. Wie kriege ich ihn? Ja, so, ne? Und dann, aber damit geht's nicht. Okay, wenn ich so mache, geht da immer einen runter. Immer einen mehr. Okay. Okay. Jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt bin ich da. Shit! Aber warum geht da denn zwei? Geh doch einfach rein! Nee, das war klar. Aber jetzt probiere ich gerade rum. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Ja, Mann. Okay. Ich hab's. Nur noch die. Du hast es. Ich hab's. Und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja. Hallo, Rufus.
Toni, musst du hier so rumschleichen? Ist das Lara? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Das ist nicht Lara. Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Danke, Farr, für dein 6 Monate dauerndes Prime-Abo. Kostet dich nichts, bedeutet mir viel. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Eine Sekunde, bitte. Hier gerade mal an meinem Twitch noch was umstellen. 1-2 Sekunden. Moment. Keine Ahnung. Okay, lassen wir. So. Ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Danke auch, Arko Nietzschan. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Warum mag sie ihn nicht? Was hat Toni für ein Problem? Wir wohnen doch zusammen. Wir waren mal zusammen. Sehe ich da eine Träne? Nein. Kommt bestimmt noch. Arrivederci. Siehst du? Arrivederci. Buongiorno. Ja, geil. Okay, also wir haben eigentlich alles gemacht. Die Bedienungstafel. Wir müssen eigentlich nur noch uns reinsetzen jetzt, oder? Kommen wir gucken aber noch, was Poki zu sagen hat. So, nachdem wir uns jetzt durch die ersten Hürden und das Kofferpacken gepuzzelt haben, können wir auch gleich schon nachspielen, wie Rufus seinen ersten Fluchtversuch in Richtung Elysium raus aus dem Müll startet. Und ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch gleich mal Rufus zu fragen, dieses Ziel Elysium. Wir haben uns halt immer gewundert, beziehungsweise wir haben auch viele Kommentare von unseren Spielern bekommen. Ist das eigentlich wirklich was für dich? Ich meine, dort ist doch alles sauber und aufgeräumt. Also mir hat man das so, ich war ja nie dort, wie du weißt. Mir hat man das so erklärt, wenn man Deponia mit Berlin vergleicht, dann könnte man Elysium eher mit München vergleichen. Ja, ja, ja. Also es ist deshalb so aufgeräumt, weil immer Leute aufpassen, die einem sofort auf die Glocke hauen, wenn man irgendwie einen Bleistift fallen lässt oder eine Zigarette ausdrückt. Ich glaube, das wäre was für mich. So überwachungsmäßig. Ich glaube, das entspricht mir sehr, aber ich war ja nie dort. Ich kann mir das auch nur vorstellen. Also ich glaube, ich würde Elysium ganz gut tun. Ich bin vielleicht der kleine Haufen Hühnerscheiße auf dem Hühnersalat, der dem Ganzen die richtige Würze gibt. Ich meine, jetzt, wo ich das so sehe, das weiß der User ja gar nicht. Was ist denn ein Hühnersalat? An dem Tag war es wahnsinnig heiß. Das sieht ja aus wie ein kühler Frühlingsmorgen, wo gleich Sekt gebracht wird oder so. Also wir hatten den ganzen Tag, das muss ich jetzt mal sagen, wir hatten den ganzen Tag überhaupt kein Catering und es waren 67 Grad, so gefühlt. Und nee, es war grässlich. Also ich wundere mich, wie nett das aussieht. Ich muss sagen, da hat uns hier der Wetterdienst ein kleines Schnippchen geschlagen. Es weiß ja niemand, dass die Aufnahmen zu dieser Szene halt genau in den Zeitraum des großen Kachelmann-Prozesses fielen. Und uns wurde nämlich gesagt, dass es da in dieser Szene Regen geben sollte. Und tatsächlich ist es so, und das ist jetzt tatsächlich ein ganz harter Fakt, dass ich ursprünglich geplant hatte, diese Szene im Regen zu drehen. Das heißt, wir kommen später nochmal in den Raum zurück im Spiel. Und da sollte dann so langsam der Regen des Morgens quasi verschwunden sein. Aber ich habe auch tatsächlich gerade neulich noch ein altes Charakterdesign von der Toni gefunden, die hier in diesem Raum steht mit einem dicken Ölregenmantel in so einer Pfütze und halt komplett zugeregnet ist. Und der Glimmstängel, den sie ja immer charakteristisch im Mund hat, halt auch schon ganz durchweicht nach dem Hängen.
gibt so ein Foto, wo Doris Day so ähnlich ausschaut. Das fällt mir dazu ein. Ja, der Charakter Tony ist ja auch, aber den lernen wir ja erst später kennen, aber der ist ja auch grob an Doris Day angelehnt. Weiß nicht, ob du das wirklich alles erzählen möchtest, aber ist ja nicht meine Sache. Ja, Poki ist, glaube ich, gut darin, alles schon mal vorwegzunehmen, was gleich noch kommt. Jetzt weiß ich also auch, dass der Fluchtversuch nicht stattfinden wird. Oder der Versuch wird stattfinden, aber die Flucht wird nicht stattfinden. Aber irgendwie finde ich es auch sympathisch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Komm, jetzt gucken wir einmal kurz. Gucken wir einmal kurz, was ist denn jetzt? Ich kenne Doris Day natürlich, aber ihr vielleicht nicht, ne? Und ihr geht ja auch zu mir, weil ihr bei mir immer alles sehr kompetent erklärt bekommt. Deswegen gucken wir uns jetzt kurz mal Doris Day an. Als Doris May Ann Kappelhoff. 22 geboren, war eine US-amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin. Day trat zunächst erfolgreich als Sängerin verschiedener Big Bands auf. Ab 1947 stand sie beim Filmstudio Warner Bros. Unter Vertrag, wo sie hauptsächlich in Musicals zu sehen war. Danach waren es vor allem romantische und familienfreundliche Komödien, insbesondere mit ihrem Filmpartner Rock Hudson, die maßgeblich ihr Image als Sauberfrau prägten und mit denen sie in den 50er und 60er Jahren zu den populärsten und kommerziell erfolgreichsten Hollywood-Stars zählte. Nach dem Ende ihrer Filmkarriere setzte sich Doris Day verstärkt für den Tierschutz ein, wofür sie 2004 mit der und so weiter. Okay, ja, das ist also Doris Day. Jetzt haben wir sie einmal gesehen. Es gibt natürlich noch mehr Fotos von ihr. Ein bisschen geht sie in die Richtung, aber ich glaube, es geht mehr um die Art, wie sie wahrgenommen wurde in Medien. Also die Art, wie sie so flapsig und intelligent sich vom Mann nicht hat unterbuttern lassen, was damals ja noch seltener war als heute. Lieber nicht mehr anfassen. Okay. Ja, dann gehen wir mal, würde ich sagen. Eigentlich sollst du dich da draufsetzen. Passt doch. Der Aszendent. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Der Aszendator. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt starten kann. Aber ich nehme an, der Sitz hier ist nicht wirklich wichtig, ne? Ja, genau. Okay. Ja, wie starte ich denn dann? Mit ihm? Muss ich da vielleicht helfen? Die Lunte, sagen Leute. Da steht die Lunte. Wenzel, was gibt es? Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer, mein Freund. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken, was kann ich denn noch machen, bis es losgeht? Jemand meinte anzünden. Wegen des Plans. Aber ich habe kein Feuer, nein. Oder? Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Diesmal wird... Ich weiß es. Klar, Rufus. Keine Probleme. Natürlich. Wie komme ich bloß darauf? Ich mache... Besser ist, du hast nicht... Niemand glaubt, dass ich es schaffen werde. Ich verstehe nicht, warum. Was habe ich euch getan? Was gibt es denn noch? Vielleicht mit Toni nochmal reden. Aber das haben wir doch auch schon abgehakt. Arrivederci. Seht zu. Na gut. Also das Ding nicht mehr Lunte. Das wird ein Speck... Ach, Handschweißgerät, okay. Ist wirklich unpraktisch ohne Ende. Jetzt wird's spannend. Aber es funktioniert. Und Horrido. Oh, ich bin super aufgeregt. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Ja, das ist ja lustig.
Das gefällt mir. Na, immerhin. Immerhin. Danke, STFNCS. Und danke, Tonino85. Na, das hat ja super geklappt. Wir sind an Bord des Organon-Kreuzers, also auf einem der wichtigsten Zwischenschritte auf dem Weg, auf Rufus' Weg nach Elysium. Und dieser Raum ist auch deswegen so unglaublich wichtig, weil hier natürlich die weibliche Hauptperson eingeführt wird. Und zufälligerweise habe ich sie direkt neben mir hier stehen im Studio. Und das ist die Goal. Hallo, Goal. Hallo. Und vielleicht könntest du einfach mal so aus dem Bauch raus erzählen, wie das damals so war, als du Rufus kennengelernt hast. Gerade diese brenzlige Situation, wie du die so überstanden hast. Also mir wurde gesagt, es werden mir Texte vorgelegt. Du dachtest, wir schreiben Texte und organisieren das Ganze. Nee, also eigentlich haben wir jetzt das eher so gelöst, dass wir gedacht haben, scheiße. John, sag mal, du hast mir gesagt, ich brauche keine Texte zu schreiben. Hast du das nicht gesagt? Nein, Poki, ich habe gesagt, du musst Texte schreiben. Das hat er hat gesagt, ich brauche keine. Ich wette, ich habe das noch ganz genau im Ohr. Meisterleistung, meine Herren. Ist das jetzt fake oder ist das wahr? Spannend, um unseren natürlich sehr gut vorbereiteten Entwicklerkommentaren zu lauschen. Ich kann das verstehen, wenn ihr unbedingt gleich weiterspielen wollt. Okay, vielen Dank. Das war jetzt mal wirklich nutzlos. Okay. So. Da sind sehr viele Entenköpfe dabei bei diesem Müll. Ja, viel mehr geht nicht, ne? Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Nehmen wir alles mit. Zahnbürste. Was? 4 Sachen haben wir reingelegt und nur 2 nimmst du wieder mit raus? Na gut, mir soll's recht sein. Luke, geh auf. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Ein gut geöltes Getriebe. Da könnte man natürlich was reinwerfen, ne? Sand ins Getriebe oder einfach Socken. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Okay. Gurken? Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Ha. Ja, aber ich habe natürlich jetzt nichts, um das Drahtgitter aufzukriegen. Die Farben müssen was mit den Fließbändern zu tun haben. Ich spare mir... Ja, es geht natürlich nicht. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Ja. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ja, schwierig. Socken? Ach nee, jetzt ist schon wieder vorbei, oder was? Okay, dann machen wir noch mal ein bisschen was rein. Und dann... Aber ich habe ja nur Socken. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Da sind schon genug Ölflecken drin. Okay, was ist eigentlich jetzt meine nächste Aufgabe laut Plan? Hat ja alles nur so halb, das hat nur so halb geklappt, ne? Also eigentlich muss ich nur noch nach Elysium gehen. Ah, hier ist eine Klappe. Keine vielleicht. Chance, um ach, in da die kommt Ritzen das zu kommen, bräuchte dahinter schläft. Okay, aber vielleicht kann ich ja den Arm rauslocken und dann mit der Klappe was machen. Ihre Form erinnert mich an etwas. Was? Okay. Und jetzt? Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was?
kann ich jetzt Nüsse in den Wartungsarm werfen? Der Arm hat seinen Meister gefunden. Jetzt frisst er mir aus der Hand. Autsch! Nee, okay. Noch bin ich mir unklar, was jetzt. Lange er aktiv ist. Was hier quasi der Gedanke ist. Ich kann das auf jeden Fall aufklappen. Und dann hätte ich hier den Wartungsarm. Auf einmal sind wir. Ach, den kann ich aber so mitnehmen! Das ist ja genial. Und was ist denn jetzt, wenn ich da was reinwerfe? Und ich bin die Wasabinuss im Getriebe des Organen. Danke, Goodfella! Seit 9 Monaten bist du hier, fast ein Jahr. Danke, danke, danke auch für den Support. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Schön, dass du da bist. Kann ich jetzt nehmen, ne? Überqualifiziert. Überqualifiziert. Genau wie ich. Okay. Ach, jetzt kann ich mit dem Arm wahrscheinlich Sachen aufmachen, oder? Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Dann vielleicht hier. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Orgamon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Aha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Ob das so sein sollte? Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, danke, Starbuck! Werft ihn über Bord. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pschu, pschu, schalt ab. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Pschu. Oh, oh. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ja, so habe ich das auch gesehen. Okay, wir sind jetzt an der neuen Ecke von Deponia angekommen. Was ist das hier? Was heißt das? Was habe ich gelöst? Oh, neue Quest. Goal retten, Goal finden, einen neuen Plan schmieden. Ja. Finde ich aber gut, dass das hier so angezeigt wird. Es ist manchmal, zwar eigentlich immer selbsterklärend, aber manchmal hilft es schon, nachgucken zu können. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Danke, Renmin287. Ja, viel mehr als angucken kann ich nicht mit dem Stier. Toro! Hey! Frei? Wie langweilig. Okay. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Ha. Ja, okay, das geht nicht. Na toll. Aber kann man vielleicht die Windschutzscheibe eintreten?
Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Okay, ärgerlich. Ich kann die Scheibe nicht putzen, ich kann die Tür nicht öffnen. Und die Motorhaube auch nicht. Man liest nochmal das Schild, hat jemand gesagt. Wo ist denn hier ein Schild? Nehm an, du meinst das hier, ne? Schwarzes Brett? Hier ist doch kein Schild. Ich guck nochmal gerade. Ist hier irgendwo ein Schild, was ich vielleicht übersehen hätte? Nee. Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Das sind wohl offensichtlich alles Sachen, die mit seinen eskapistischen Plänen zusammenhängen. Jorge hat ein junges Kalb abzugeben. Zum Glück war er schon immer etwas kurzsichtig. Frau Hinkel vermisst ihren Dammer, der so viel Kehr... Also, ich verstehe schon. ist gut, wenn er weg ist. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Moin Simon, du hörst das ja sicherlich oft, aber da du ja jetzt in Berlin bist, wie läuft es mit den Beans weiter? Bleibst du ihn erhalten? Ja, Eisbär Panda, auf jeden Fall. Ich bin morgen, also heute Abend, gleich nach meinem Stream fahre ich nach Hamburg, bin da bis Mittwoch, komme dann wieder her, stream wieder von hier, war am Wochenende mit den Beans bei einem Beans Weekender, wo wir zusammen über Rocket Beans und alles reden. Also ich bin immer noch sehr, sehr aktiv dabei und du musst dir keine Sorgen machen, dass ich das irgendwann nicht mehr bin. Also ich bin ja weiterhin Teil dieser Firma. Und wir sind ja auch gerade dabei, dass jeder von den Bohnen quasi statt 5, 6, 7 Tage eher halt feste Tage die Woche bekommt. Okay, jetzt ist hier irgendwo Wasser rausgekommen. Ach da, ja, da diese kleine Rohr. Okay. Also es soll schon so sein, dass wir zukünftig alle... Hat nichts gebracht. Vielleicht, wenn ich hier was... Wenn ich hier irgendwas hinstellen könnte oder so. Oder erst den Hahn und dann einmal kicken? Nee, geht nicht. Ja, okay. Dann soll es wohl so sein. Dann geht das nicht. Jedenfalls wollen wir in Zukunft alle ein bisschen weniger regelmäßig da sein und dann lieber feste Tage haben, auf denen dann alles auch abgearbeitet werden kann, was mit uns nötig ist. Da gibt es ja recht viel und es ist halt doof, wenn dann der eine nur 2 Tage da ist, der andere 5, der dritte gar nicht oder so. Deswegen finden wir da, glaube ich, in Zukunft mehr Gleichförmigkeit. Aber ich bin eigentlich schon in relativ vielen Sachen auch dabei. Also ich habe schon volles Programm, wenn ich dann immer nach Hamburg komme. Aber es gibt auch Sachen, wo ich es nicht mehr schaffe, vorbeizukommen. Kino Plus ist so ein Ding, da schaffe ich es einfach nicht mehr, weil ich die Filme vorher nicht mehr gucken kann. Ich bin ja auch nicht in den Pressebereichen, Hallo? Also ich komme nicht dazu, die zu gucken vorher, weil ich kriege keine Einladung Hallo? Quasi. Hallo. Na, aber dafür toll. Bin ich bei der Binge Inspektor diese Gizmo Woche. Ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Danke, Deathrocked. Also ist Budi dann auch wieder häufiger dabei. Über Budi kann ich das offen gesagt jetzt nicht so genau sagen, weil ich es nicht weiß. Aber Ede und Nils und ich, wir wollten uns ein bisschen mehr wieder zusammen auf eine... auf dieselbe Menge an Arbeit einigen. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja.
Diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Er scheint einfach komplett... Aber ich kann seinen Blick auch ein bisschen verstehen, so, wenn man einfach vom Vater und von allen anderen... ja, eigentlich verlassen wird, ne? Mehr oder weniger. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Bis später. Genau. Hey, Wenzel. Was gibt es? Bis später. Genau. Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Was ein Arschloch, Alter. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Danke, Death Rocked. Wann sprecht ihr über das Finale von The Boys, fragt DJ Tora. Ja, diese Woche, ich glaube am Dienstag habe ich den Ersatz für Schröckert bei Bada Binge. Also er ist nicht da, er ist im Urlaub, deswegen bin ich 2 Wochen lang da. Das wird dann natürlich eine etwas andere Folge als sonst, weil ich einfach nicht vorbereitet bin. Aber ich habe alle Boys-Folgen geguckt und habe auch Bock darüber zu reden. Also es wird dann eine Folge lang nur um Boys gehen, also wahrscheinlich dann schon morgen auf unserem YouTube-Kanal, im Stream, da wo es halt läuft. Könnt ihr euch drauf freuen. Na, guck ich mal kurz rein. Der gute Wenzel wohnt in einer Art Puppenhäuschen. Ja, ich bin ein großer Fan von solchen Screens, die sich halt so Raum für Raum aufblättern, obwohl es halt eigentlich alles auf demselben Screen passiert. Und deswegen habe ich mir das hier auch mal erlaubt, das zu machen. Wir haben das früher ja auch schon in New Beginning gemacht, in eingeschränktem Maße. Ich mag sowas einfach. Ich finde, dazu ist die Adventure-Optik gut. Auf der Theaterbühne macht man sowas ja auch dann bloß eben mit Licht. Hier einmal... grafisch und die Dialoge waren das nächste, was ich geschrieben habe und auch da gibt es ja gar nicht so 1030, sondern es gibt halt eher so 2 Hände voll im ersten Kapitel und das heißt, hier habe ich die Charaktere festgelegt und ihre Beziehung zueinander und eben auch Rufus' Beziehung zu Wenzel zum ersten Mal so richtig schön vertiefen können, weil der vorher auch nur den einen kleinen Multiple-Choice-Dialog hat. Und ganz besonders freue ich mich auf einen Satz, wo Rufus halt so über ihn dachte, weil du klein bist. Das ist die Pointe, die habe ich jetzt schon vorweggenommen, aber mit dem richtigen Aufbau vorweg ist das natürlich ein echter Schenkelknopfer. Klopfer. Außerdem könnt ihr euch in dieser Szene, in diesem Bild, auf eine unserer mit einzigen Nacktszenen in einem Spiel jemals freuen. Allerdings erst viel später. Da kommt natürlich drauf an, wann ihr das hier angeklickt habt. Okay, sehr interessant. Bin jetzt schon sehr gespannt, wann ich diese Nacktszene endlich zu sehen bekomme. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Nee, kann man nicht machen. Okay. Auf und zu kann man es machen, ne? Viel mehr nicht. Mehr habe ich auch noch nicht. Müssen wir wahrscheinlich alles später machen. Und viel mehr ist hier auch nicht zu machen. Ja, Synchro von Rufus kommt von Monty Arnold, den ich vor allen Dingen kenne aus der
war es die Comedy Factory? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Comedy-Reihe es war, aber ich habe ihn auf jeden Fall als Kind sehr, sehr gerne, oh nee, gehe ich doch nochmal rein, als Kind sehr, sehr gerne gesehen, weil auch seine Stimme wirklich, ja, schon irgendwie was Besonderes ist und ein gewisses Charisma hat, ja, auf jeden Fall. Danke, Relikt Gold. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ja, ich weiß nicht, warum er immer hier irgendwas sabotieren will, ne? Aber das wirkt schon so, als müsste ich hier, als müsste ich hier einfach irgendwas kaputt machen, langfristig. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Oh, ist das alles furchtbar. Aber ja, selbst schuld, könnte man sagen. Ich frage mich gerade, Moment, geh nochmal zurück. Ich frage mich gerade, wenn er hier lebt, Wie will er denn da oben an die Bücher rankommen? Hä? Die sind doch nur Show, das sind Showbücher. Der Typ müsste 5-mal so groß sein, dass er da hochkommt. Da die Pokale. Naja gut, er hat auf jeden Fall schon ein paar Sachen gemacht. Ich mag das echt sehr, wie das gezeichnet ist. Das ist schon sehr, sehr detailverliebt und trotzdem stimmig. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Das Schöne ist, man erfährt auch von Rufus schon sehr viel über Rufus. Und er kann es gar nicht verheimlichen, dass er ein anstrengender Typ zu sein scheint. Danke, Animili. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Ja, das war wirklich auch lustig. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Wie war das gleich? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie... Und? Du bekommst sie... Tolle Geschenkgutscheine.
Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Das ist ja furchtbar. Ich möchte ja auch nicht leben. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Hübschen kleinen Laden hat sie da. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht. Ah, da könnte ich jetzt was reinmachen und mühlen, aber ich habe nur den Schwamm. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Ha. Kann ich vielleicht gebrauchen, aber jetzt im Moment noch nicht. Coupons kriege ich keine. Ich kann es trotzdem nochmal versuchen. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Und dabei die ganze Zeit die Kippe im Mund, in der Hand. Okay, ich probiere die Stange nochmal, aber ich denke, da werde ich auch wieder nur eine Absage bekommen. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Oder hatte ich ihn mit Progerie infiziert? Was weiß ich? Ja. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Ja, leider... war das sehr enttäuschend. Die Frau erlaubt uns nicht, die guten, leckeren, hilfreichen Waren mitzunehmen, weil sie uns es nicht gönnt, dass wir entkommen. Er scheint aber auch kein sympathischer Kerl zu sein, so wie er von allen behandelt wird, muss er ja auch irgendwas gemacht haben, ne? Hier muss ich zum Beispiel in diesen Schornstein wahrscheinlich dieses Wasser pumpen. Aber wie geht das, wenn man doch gleichzeitig das hier nur einmal drücken kann? Da muss ich nochmal gucken, vielleicht muss ich das nochmal andersrum machen, aber eigentlich muss das Wasser oder die Kloake muss hier hinein. Nee, Tonis Hütte wollen wir nicht machen, später gehen wir erstmal ins Rathaus. Na, geh doch! Ich denke mir die ganze Zeit, hier ist ja so viel Müll, da müsste sich doch super einfach was richtig Gutes wie ein Raumschiff zusammenbauen lassen, oder? Von all dem Schrott. Wenn ich eins gelernt habe... Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt?
Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Na, dann versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Wundervoll. Wundervoll. Also generell, kurze Frage, schnelle Antwort. Annie-Millie, ihr könnt schon Tipps geben, wenn ihr Ideen habt. Was habe ich denn da jetzt mitgenommen? Aber solange ich eben noch rumlaufe und eigentlich alles aufsammle und mit allen rede und diese noch nicht gestruggelt bin. Sind so praktisch. Und noch nicht struggle, braucht man mir, glaube ich, noch nicht helfen, aber die Zeit wird kommen. Nummer 66, fast schon meine Glückszahl. Ja, das haben sich die Jedi auch gedacht. Okay. Da noch was? Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin. Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flittchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also, mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahme. Es ist wirklich gut. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Es erinnert mich ein bisschen an alte Game One-Sketche. Ah, herrlich. Okay, komm, wir reden mal mit allen. Mit Lobo. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Der mag mich sicher nicht. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Ich verschwinde. So, mit ihr rede ich aber auch nochmal, mit Miketsch. Kann ich gar Wie nicht. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Oh, okay. Schade. Ich verschwinde. Aha, ja, die beiden Typen labern, aber mit der eigentlich sympathisch aussehenden Miček kann ich nicht mehr reden.
Was würde passieren, wenn ich noch mehr hebel? Nur eine Nummer! Spielverderberin, glaube ich. Okay, Poststelle bringt mir jetzt natürlich nichts, weil ich diese Postgeschichte nicht habe. Aber mir hat jemand vorhin einen sehr guten Tipp gegeben. Das ist ein Tipp, den ich noch völlig akzeptiere, denn sie ist ja jetzt am Meditieren. Leider halten diese Übungen nie lange vor. Irgendwas macht sie falsch. Und das bedeutet, ich kann ja jetzt klauen. Finger weg. Ist ja gut. Nee, kann ich doch nicht. Ah, autsch. Ey. Warum hasst ihn jeder? Aua, guck mal. Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Geil. Denn jetzt kann ich in meiner Bude... Wenn du immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Jetzt kann ich nämlich in meiner Bude an den Notschrank und mal gucken, ob da irgendwas Sinnvolles drin ist. Ja, ich kann natürlich jetzt beim Rathaus kommen. Ich gehe erstmal kurz zu Tonis Hütte, die ja jetzt auch meine Hütte ist. Und dann gucken wir mal, was in dem Schrank ist, bevor ich weitermache mit Rätseln. Okay, ein Narkotikum. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Nummer 66. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Also Magnete, Zettel, Haken, kann man die eventuell kombinieren? Meine Anziehungskraft ist stärker. Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht. Ja. Das muss. Das muss nicht gewartet werden. Die Sache hat schon... Sie braucht nicht okay, noch einen. Okay, ich habe das Wortspiel verstanden. Okay, wir haben ein Beruhigungsmittel. Wir können hier jetzt auch... Das Schweißgerät nehmen wir wieder mit. Nehme ich mal an. Ein Trichter. Übrigens, das ist ja interessant, schreibt Level 4. Die Musik wurde auch mit gefundenem Schrott gemacht. Das ist ja interessant. Das hätte ich so jetzt nicht gedacht. Das Gute ist ein schönes Detail. Ist auch wirklich eine gute Idee. Finde ich schön, wenn Spiele so wirklich ein durchgängiges Komplettkonzept haben. So, jetzt haben wir Krimskrams. Aber nichts davon kann man eigentlich wirklich benutzen. Dann gehen wir erst nochmal wieder... Also hier würde ich halt auch... Das würde ich echt gerne machen. Kann ich vielleicht hier irgendwas... Weiß nicht. Keine Ahnung, was man hier machen könnte. Komm, wir gehen nochmal hoch. Wir gehen mal hier hin. Da kommt das Wasser. Hier ist der Tritt. Aber es hilft nicht. Und wenn man... Ist hier noch irgendwas anderes zum Benutzen? Nein. Also wenn ich das jetzt irgendwie... Muss ich irgendein Item Die Sache benutzen. Hat schon einen. Sie braucht nicht noch... Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, ne? Ich will es nur einmal probieren. Nein, weil ich weiß, ist Handarbeit. Man muss das ja irgendwie hier in den Schornstein leiten. Da bin ich stark von überzeugt. Aber nichts davon. Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen... Benzel hat eine... Dieser Egoist. Okay. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Interessant. Vielleicht muss ich die so mit dem... Benzel hat eine Schutz... Nee, aber vielleicht muss ich hier einfach rein. Und weiter oben mal gucken. Ich will ja eigentlich das Ding wieder haben.
Ah, hier kommt das Wasser dann wahrscheinlich durch, ne? Was könnte man hier reinmachen? Nee. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Hat jetzt aber nichts damit zu tun gehabt, okay. Niemals. Und Toni wird es nicht... Das ist auch so... Ich mach das einmal nur, damit ich... Wenn mein Arm lang genug... Ah, Moment, seht ihr? Und schon komme ich auf eine Idee. Könnte ich die Klappe auf dem Schornstein öffnen, wenn mein Arm lang genug wäre. Ja, das sage ich doch, genau. Das hat aber jetzt geholfen. Jetzt weiß ich zumindest, der Haken ist tatsächlich für diesen Schornstein. Aber ich habe nicht genug Länge, Reichweite. Wenzel hat eine Schutzklappe auf... Wenzel hat... Aber vielleicht muss ich das ja von hier machen. Danke, Kevolite und Afro Samurai. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Der eine sogar schon seit 9 Monaten. 9 Monate, mein Freund. So lang bin ich. Du bist 1 Monat länger, als ich da bin. Folgst du schon? Nee, stimmt nicht. Ab November. Ne? Es ist echt krass. Es ist echt krass. Okay. Hier oben ist ja nichts. Ne? Die ganze Zeit will ich hier nochmal gucken, aber das verstehe ich nicht ganz. Wo soll ich das benutzen? Mit dem Haken könnte ich die Klappe auf dem Schornstein öffnen, wenn mein Arm lang genug wäre. Es gibt sicher einen leichteren Weg, an das Pulver zu kommen. Ah, ich will also an das Pulver, okay. Ja, das muss nicht umgehen. Ich überlege einfach nur gerade, wo der Haken noch hinpassen könnte. Aber ich würde mal sagen, wir sind da an was dran. Irgendwas muss ich hier noch machen. Und dann kann ich das Wasser da reinleiten. Tja, ich finde es jetzt nicht. Gibt es hier... Achso, ist beides dasselbe. Na gut, okay. In die Gasse, vor das Stadttor. Ich gehe nochmal im Rathaus die anderen Ecken weiter. Da war ich ja noch nicht. Wir haben ja eigentlich mit allem gesprochen und alles geklärt. Okay, so. Gehen wir mal da lang. Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Stopp, das Boy! Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Okay, darf ich dann da auch nicht rein? Doch. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle 3 Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Puh,
Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ach, das war schön. Ach, das ist schön. Gefällt mir wahnsinnig gut. Eigentlich alles hier. Ich mag die Rätsel, ich mag die Charaktere, ich mag die Welt, ich mag die Zeichen, die Zeichnungen. Ich mag eigentlich wirklich alles daran. Kurz nochmal gucken, wo wir hier lösungstechnisch sind. Wir haben natürlich hier ganz viele neue Aufgaben, aber sie nicht wirklich bewältigen können. Immerhin haben wir Goal gefunden, einen Plan entwickeln, den ultimativen Wachmacher zu brauen und sich an der Warteschlange vorbeidrängeln, dann noch mit Wenzel reden. Ich mag das wirklich irgendwie sehr, dass das hier so auf diese Art visualisiert wird. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist ja eigentlich klar, aber dann vergisst man nicht in all diesen Gesprächen, was die eigentliche Aufgabe ist. Okay. Jetzt muss ich kurz, muss nochmal aufs Klo leider. Machen wir kurz einmal nochmal Pause, wird die letzte Pause sein für heute, das verspreche ich euch, denn allzu lange kann ich heute eh nicht mehr machen, aber dann spielen wir noch ein halbes Stündchen weiter. Will ich mir aber kurz nochmal einen Kaffee holen, aufs Klo gehen. Wir sehen uns hier gleich wieder. Freut euch schon mal drauf. Bis sofort. Sind wir wieder. Okay, es geht weiter. Danke, dass ihr gewartet habt. Okay, hier ist sie. Wir können sie nicht aufwecken. Wir können, was können wir überhaupt machen? Wir können bei ihr nochmal irgendwas, ja, ich nehme an, mit ihr versuchen zu reden. Das wird ja nicht klappen. Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Danke auch, VV Hobel. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Wirst du True Colors weiterspielen oder habe ich was verpasst? Also du hast nichts verpasst, Cerberus. Ich werde es auch jetzt im Laufe der nächsten Tage nochmal weiterspielen. Aber ich glaube, ich werde es nicht durchspielen, einfach nur aus Zeitgründen. Also ich schaffe es einfach nicht, all die Sachen zu spielen. Deponia, Edna, Visage, Nine Witches, Yuppie Psycho, das hier. Das Vampirspiel wollte ich auch noch spielen. Also es ist echt zu viel. Deswegen. Aber heute hatte ich Bock, einfach mal Deponia weiterzuspielen. Weiß gar nicht warum, hat einfach Bock. Und bisher ist es auch sehr gelungen. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Aber es ist leider keine Garantie, dass ich dann jetzt alles irgendwie, was noch auf der Halde liegt, durchspiele. Aber True Colors habe ich nochmal vor, werde ich nochmal spielen. Ist nur auch dumm für den Stream, weil man die Musik nämlich immer ausstellen muss. Das kann ich vielleicht an der Stelle kurz einmal sagen. Man kann die Videos nur sehr schwer auf YouTube stellen, weil da immer irgendwelche bekannte Musik dabei ist. Und wenn ich die Streamer-Musik anmache, beziehungsweise die bekannte Musik aus, dann ist fast gar keine Musik dabei. Und das macht doch ziemlich den Stil kaputt. Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ach so, das haben wir ja schon. Ich bräuchte etwas heftiger. Das klingt nach einem Ich bin super. Okay. Kurz auch noch eine Frage. Danke an Managama. Du hast mal mit Gregor Deep Fear angefangen. Nach 2 Folgen ist aber nichts mehr gekommen. Das stimmt. Wir haben das war das Dreamcast-Spuktakel? Aber auf jeden Fall haben wir sehr viele After-Dark-Folgen mit alten Titeln gemacht. Einer davon war Deep 4. Wir haben dann aber aufgehört, auch weil uns... Also zum einen gab es einen Charakter, der soll schwul sein. Der redet einfach so schlimm, dass wir uns da irgendwie geschämt haben ein bisschen dafür, dass der so dargestellt wird. Das ist aber nicht der Hauptgrund, aber wir haben aufgehört, weil wir uns ständig verlaufen haben und weil wir irgendwann gemerkt haben, okay, es macht irgendwie keinen Bock, weil wir nur noch am Verlaufen sind. Aber ja, wir hätten es gerne zu Ende gespielt, haben dann aber, wie gesagt, keine Lust mehr gehabt. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde.
Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Okay. Ganz sicher lässt er mich nicht alleine? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Okay, dann vielleicht ein Aufputschmittel. Vielleicht hilft das ja. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Das ist super gut. Wie die alle immer so gar keinen Bock auf ihn haben. Das gefällt mir. Ich werde sie retten. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Okay, sie braucht also ein Kaffee 1000. Das ist generell nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Ich finde, so ein Kaffee mit dem Namen Kaffee 2000... Oder Kaffee 1000 ist vielleicht besser. Bei 2000 klingt schon wieder so oldschool. Aber Kaffee 1000 ist noch okay. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Besser als Kaffee Perle oder Kaffee Mon. Das will doch keiner. Aber Kaffee 1000, da gönne ich mir mal einen. Ich hätte gerne den Kaffee 666. Keine Ahnung, was dann passiert, aber irgendwas, der Kaffee ist rot und brennt. Und du kriegst den, was ist hier, Karton, okay. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Wenn du weg bist, ne, das ist, wenn er weg ist. Ja, okay, die habe ich jetzt einfach alle genommen. Ich frage mich, wer und warum auf. Mit dem Gesicht finde ich sehr, sehr gut. Okay, der Türknopf, ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Okay, dann hauen wir ab. Das ist eine gute Idee. Kaffee, also nur wenn, Sir Kraken, die Idee ist gut, aber nur wenn dein Kaffee gleichzeitig auch ein Friseur ist. Kaffee Harmonie. Das kann man machen. Wäre nicht ein Kaffee mit dem Namen T1000? Okay, ja, wegen dem Tee, ne? Ja, okay, ich muss zugeben, also dann machen wir jetzt halt keinen Kaffeeladen mehr, sondern ist jetzt ein Teeladen. Nein, das kann ich nicht machen. Das kann ich, kommerziell ist das kein großer Erfolg. Das kann ich nicht machen. Tee trinkt einfach nicht jeder. Kaffee geht immer. Tee aus irgendeinem Grund nicht. Tonis Hütte, vor das Stadttor und in die Gasse. Gehen wir erst nochmal hier rein. Aha. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Hier, du, komm, sag's mir nicht, Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt.
darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Na gut, ja dann. Rufo. Genau. Hab ich doch. Hier, Magneten. Nein, danke. Ich bin im Dienst. Was nennst du Dienst? Na klar. Was dachtest du denn, was Dienst ist? Ich dachte immer, der Dienst sei so eine Art Kellergewölbe, in dem die arbeitende Bevölkerung Gartenzwerge aus Tofu bastelt. Nicht? Danke, John Nike. Paradigm war auch ein sehr witziges Point-and-Click, falls das nicht schon gespielt wurde. Ich hab's schon gespielt, ich hab's nicht ganz durchgespielt. Ich hatte an dem Tag nur eine Session und hab das gespielt. Ich bin so zwei Drittel durch oder zumindest zur Hälfte. Paradigm ist ein kostenloses, sehr weirdes, aber auch in den Dialogen, wie ich finde, sehr lustiges Point-and-Click. Das könnt ihr euch echt mal angucken. Aber warum will er denn jetzt nicht die Magneten? Aber ich weiß auch nicht, überhaupt nicht, was ich da jetzt machen soll. Unterhalb von Kuwak existiert ein Labyrinth aus Schrottstollen, in denen Müllsucher wie Hanek nach brauchbarem Unrat suchen. Es ist ein harter und dämlicher Job. Nicht selten kommen die Müllsucher nur weiter, wenn sie Sprengladungen an einem Tunnelende hochgehen lassen. Die dadurch entstehenden Erschütterungen nehmen die Kuwaker gelassen, da es mit einem Rufus in der Stadt ausreichend Explosionen an der Oberfläche gibt, um den Schaden durch unterirdische Sprengungen zu relativieren. Ärgerlich ist nur, dass die Erschütterungen regelmäßig die Alarmanlagen an den Häusern auslösen. Rufus kann Sprengungen auslösen, indem er drei Bereiche auf der Karte markiert und anschließend die Glocke betätigt. Das ist nicht nur spaßig, sondern kann sich auch als nützlich erweisen, wenn man wie Rufus einen Plan hat. Ohne dass ich jetzt genau wisse, würde ich sagen, diese Alarmanlagengeschichte ist irgendwie wichtig, denn so kriege ich vielleicht irgendwo die Alarmanlage an und dann kann ich da was klauen, ohne dass die Alarmanlage weiter angeht. Das ist so der sogenannte Die Hard 3 Weg. Oder vielleicht kann ich hier beim Rathaus irgendwie Explosionen hervorrufen, damit die Leute abhauen und ich meinen Platz nach vorne bekomme, denn ich bin ja Platz 66, wir sind bei 62, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Also hier meine ich. Was ich jetzt hier gemacht habe. Keine Ahnung. Kann man ja mal machen. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Ich habe nicht das Gefühl, als ob das jemanden interessiert. Ne, sie interessiert es nicht. Im Rathaus hat es auch keinen interessiert. Okay, schade. Also, nochmal kurz gucken. Was wäre denn, ich gucke nochmal kurz hier, was wäre denn interessant? Tonis Hütte ist nicht relevant, weil die weit weg ist. Wenzels Haus könnte interessant sein. Hier hatten wir eben Alarm, hier ist aber nichts passiert. Hier ist auch nichts passiert, aber haben wir noch das Stadttor, den Wassertank und Wenzel. Also ich würde mal sagen Wenzel. Gucken wir mal, was der Wenzel macht. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Das interessiert ihn halt gar nicht. Aber wenn er weg gewesen wäre, weil er Angst hat, hätte ich die Wünschelrute vielleicht klauen können. Generell verstehe ich in Adventures nie, warum die ihre körperliche Überlegenheit nie nutzen. Er ist doch dreimal so groß wie Wenzel. Dann soll halt Wenzel rumheulen. Der Shit gehört mir, der gehört meinem Vater. Also kannst du mal schön dich gehackt legen, mein Freund. Wäre jetzt meine Meinung dazu. So, jemand meinte, ich soll mal über die Hüte reden. Selten so dämliche Hüte gesehen.
Selten so dämlich. Ich kann mal gucken, das hier, weiß ich nicht, was das sein soll. Das hier, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Das ist so ein also Ventilator. Wie gesagt, aber ich kann das nicht erkennen. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Es muss also regnen? Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Nee, ich das bringt nix. Das wird schon irgendwann was bringen, aber jetzt halt noch nicht. Was ist denn hier? Ah, genau, hier ist ja auch was, was wir vorhin nicht gelöst haben. Kurz nochmal schauen, was war denn nochmal hier? Toro! Ha, ich habe aber nichts, was man hier jetzt kombinieren könnte mit dem Stier, glaube ich. Sieht nicht so aus, nee. Was ist denn hier nochmal? Haben wir... Ah, den Schwamm! Jawohl! Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Lust. Das ist sehr lustig. Lustig. Okay, dann gehe ich nochmal hier runter. Ich weiß ja nicht, ob man da überhaupt lang kann. Nee, kann man gar nicht runter. Sieht aber so aus, ne? Okay, Moment. Also. Ach, jetzt kommt mir aber gerade was. Bezüglich Hüte. Auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Das hier sieht doch aus wie der eine Hut, den die Person ganz links hat. Ah, ich verstehe. Ich soll die Typen... Ja, okay. Jetzt habe ich es, glaube ich. Das sind die ihre Professionen. Sie arbeitet in den Ventilatorkraftwerken. Er, ich habe so keine Ahnung, was das hier sein soll. Filteranlagentechniker und er Schienenleitsystemprofessor. Also muss ich vielleicht deren Wohnungen oder so oder Häuser gefährden, damit die dann abhauen, damit ich dann vor sie kann, oder? Aber da weiß ich gerade nicht. Hier sehe ich jetzt nur... Oh, das hier, ne? Das hier, ja. Ihr habt recht. Das hier ist der eine Helm. Die beiden hier. Die beiden und das hier. Würde ich sagen, ja. Aber so richtig weiß ich immer noch nicht genau, was das jetzt soll. Halt nur, damit die dann abhauen. Aber warum sollten die, wenn die sich nicht dafür interessieren, wenn es hier brödelt, warum sollten die das dann machen, wenn es um ihre Behausung geht? Gucken wir mal. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Okay, das sieht gut aus. Also, ja! Eigentlich hätte ich die 1 verdient, aber die 63 tut's auch. Okay, dieses Rätsel habe ich ganz alleine gelöst, nur weil ihr gesagt habt, guck dir mal die Hüte an. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Vorher ist Wenzel an der Reihe. Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Darum bist du ja auch noch nicht dran. Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Okay. Das ist immer das Traurige. Man hat hier immer... Ist wirklich traurig. Man schafft eine Hürde weg und dann wie so ein Hürdenlauf. 100 Meter weiter schon direkt das nächste. Wer braucht schon Geduld, wenn er Zugriff auf unterirdische Sprengsätze hat? Ich dachte im Moment, dass ich das vielleicht hier so reinstecken das kann. Das muss nicht gewartet. Ich dachte, ich kann mir, wenn ich die richtige Zahl habe, kann ich hier so reinstecken und dann ist es die Öffnungszeit. Aber so funktioniert das, glaube ich, nicht. Okay. Okay, gucken wir mal. Ihr seid auf jeden Fall glücklich, dass wir das gerade gemacht haben. Das hat gut funktioniert. 63, aber Wenzel fehlt noch. Wenn Wenzel vielleicht eben dieses Wasserproblem hätte, dann könnten wir... Bei aller Empathie. Merkt er überhaupt, wie klein... Warum bist du so gemein? Hey, Wenzel, was gibt es? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja,
Da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Es wäre so viel einfacher, wenn immer jemand glauben würde, dann wäre auch besser gelaunt. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Wasserader. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Muss noch mal kurz gucken, was er dazu sagt, wegen der Wasserader. Ja und? Moment. Du blockierst... Ja und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Okay, das ist ja schon mal ein guter Tipp, ne? Ist aber auch nichts, was wir nicht schon als Idee hatten. Denn in das Wasser reinzuleiten, ich habe da einfach nur an Bösartigkeiten gedacht. Oh, ach, da kann man auf hin. Jetzt raff ich's, man kann einen Hinweis freischalten. Aber das ist ja wirklich das, was ich schon will. Nämlich, ich will Wenzel vorgaukeln. Das, also eigentlich mit der Wasserader wollte ich ihm nicht vorgaukeln, aber ich wollte ihm das Wasser hier so durch den Kaminofen leiten. Aber wie mache ich das? Also ich raff's nicht, Moment. Also, hier ist der Haken. Ganz viele haben im Chat geschrieben, aber du hattest doch diesen Roboterarm. Ja, aber den habe ich beim Sturz verloren. Könnte ich die Klappe auf dem Schornstein öffnen, wenn mein Arm lang genug wäre. Und deswegen, ich habe diesen Arm ja gar nicht mehr. Der wurde mir ja weggenommen. Ich bin verarmt, könnte man sagen. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit... Es war nur der Fall... Okay, aber... Das erinnert mich... Der Plan mit... Es war nur... Wie kann ich die aufpumpen? So baut man kann... Es hat Wochen gedauert, mir das Plastik von der Haut zu pulen. Okay, das geht scheinbar nicht. Das muss nicht Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken? Niemals. Und Toni... Okay, also super. Okay, also irgendwie kann ich diese Ballons vielleicht... Er wollte die mal mit Raketen... Das erinnert mich, der Plan mit genau. Dir war nur der Fall. Also irgendwie will er mir sagen, dass ich die Ballons das benutzen kann. Das könnte eine kann. Prima Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers werden. Alles, was noch fehlt, ist Gas für den Ballon. Aber hier ist doch bei dem so Handschweißgerät... Okay, Gas. Wir brauchen also Gas. Ich gucke erstmal, ob Toni nicht irgendwo was hat. Was da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Ich brauche auch noch Wasser. Wenn wir irgendwo Wasser sehen, würde mir das auch helfen. Wasser für den Schwamm ist natürlich hier auf so einer Welt sehr, sehr schwierig, nehme ich an, weil Wasser echt selten ist. Wobei dieses Schmutzwasser, ja, Moment, doch, das gehen wir erstmal zurück. Machen wir das erstmal. Und zwar habe ich doch bei mir einfach nur einen Wasserhahn, oder? Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber man kann es ja mal versuchen. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Ja, jetzt kriege ich das gar nicht mehr raus. Das ist ja... Ah, okay. Nasser Schwamm. Dahin und dann jetzt hierhin und jetzt machen wir endlich mal die Autoscheibe sauber. Ey, jetzt muss ich doch arbeiten. Das geht gegen alles, für was ich stehe. Muss das wirklich sein? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten und auf dem Fahrerschild steht... Schnutzipuh. Dämlicher Name. Dadurch weiß man wahrscheinlich, von wem dieses Auto ist, auch wenn ich jetzt sagen muss, ich weiß es nicht. Dieses kleine Ding hier würde jetzt für mich, mein erster Gedanke von den Personen, die ich gesehen habe, wäre diese Person hier, weil sie halt auch offensichtlich eine Frau ist. Offensichtlich. Und die Klamotten passen. Das Auto passt eigentlich auch dazu, ne? Also, es könnte schon sein. Ich frage mal Lotti. Hallo, Lotti.
Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran! Wenzel. Genau! Wenzel. Ich verschwöre. Lass dich nicht. Okay, dann mal gucken. Aber so langsam komme ich dahinter, hinter die Rätsellogik, und jetzt kenne ich auch mittlerweile alle Locations. Ich kenne, wie gesagt, einige Rätsel habe ich schon. Ich weiß, ich muss das Wasser hier reinleiten und dann ist Wenzel weg und dann kann ich endlich hier zum Bürgermeister vor. Aber ich brauche auch noch Luft oder Gas oder Helium oder irgendwas für diese Luftballons und den Schlüssel für das Auto da draußen. So, ich könnte aber jetzt erstmal, hier waren wir ja auch noch nicht, ne? Könnte man auch mal gucken. Hier ist ja auch noch einiges. Ah, Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Oh ja, ihr habt recht, ne? Jemand sagt mir gerade, das Spiel füllt den Screen nicht komplett aus. Das ist wahr. Aber vielleicht, wenn ich es jetzt groß ziehe, vielleicht dann. Das liegt daran. Moment. Nee, auch nicht. Das liegt daran, dass ich hier mit einem. Dass ich hier was umgestellt habe an meinem Rechner, damit das Vollbild ist. Weil so ein älteres Spiel ist, hat das irgendwie Auflösungsprobleme, wenn man das auf einem Rechner mit einer höheren Auflösung spielt, gibt es nur Probleme, aber warum jetzt gerade hier das Ingame sozusagen, das wollte ich. So, jetzt habe ich es ein bisschen breiter gezogen, das müsste reichen. Du, Lonzo. Ja. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. Ah, sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeter, harter, zank, keif. Ach ja, ich bin schon lässig. Er ist so ein Arschloch. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar, sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das Waffen macht? Oh ja, guter Punkt. Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Ist das geil. Die ultimative Espresso-Maschine. Oh Mann. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube,
Es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrake. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Okay, das ist jetzt auch wieder interessant. Gucke ich mir nochmal genauer an. Wasser, energiereiches Wasser, belebende Flüssigkeit, klares Wasser. Okay, das ist alles, gehört alles zu diesem Wasser. Kaffeepulver und Wasser. Heiße Bohnen, besonders aufputschend. Also wir aus diesen drei Sachen müssen wir irgendwie das machen. Und aus diesen drei Sachen müssen wir irgendwie Wasser machen. Und dann haben wir Wasser und Kaffeepulver und dann ist das Wichtigste ja schon erledigt. Wir gucken nochmal kurz, was Poki dazu sagt. Rezeptzettel. Sehr spät erst dazugekommen bei Deponia. Da ist ja auch schon der zweite Rezeptzettel. Ich weiß gar nicht, habe ich den ersten überhaupt schon kommentiert? Wahrscheinlich hat er eine ganz hohe Raumnummer bekommen. Deswegen kommentiere ich den erst ganz zum Schluss oder so. Ja, es sind, dass wir die gut gebrauchen können, haben wir tatsächlich erst ganz am Schluss der Produktion bemerkt. Und tatsächlich sind die auch mehr oder weniger der Prototyp für unser Questlog. Dass wir auch hier in dieser Complete Journey Edition zum ersten Mal drin haben, obwohl wir sie eigentlich schon seit Chaos of the Crony eigentlich drin haben wollten. Und eigentlich schon noch früher. Und dann halt immer es einfach zeitlich nicht geschafft haben. Also der Aufwand war einfach zu groß. Und die Konzepte waren immer nicht so gut. Aber im Prinzip haben wir uns ja schon gedacht, das müsste halt so ähnlich laufen wie hier. Und so ähnlich ist es ja jetzt auch geworden. Also momentan entwickeln wir noch dran, deswegen kann ich es nicht sagen. Jetzt brauchen wir nicht viel Skribbeln dafür. Aber wenn ihr jetzt das Produkt in den Händen haltet, ich hoffe, es ist drin. Und wir haben es nicht schon wieder nach hinten verschoben. Das wäre ja peinlich. Ich meine, noch eine spätere Edition wird es wohl kaum geben, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, wie immer sehr interessant und ein wenig verwirrend, die Kommentare. Okay, also, wir haben hier, kann ich den Vorhang mitnehmen? Jawohl, davon spreche ich doch. Und die Tasse? Die Tasse ist noch leer. Da muss dann der Kaffee rein. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Ein Tankdeckel. Okay, das sind alles die Sachen, die Orte, an die meine Gegenstände benutzt werden müssen. Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken Plörre. Gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Ich wollte früher immer Matador werden. Ein lässiger Weltraum-Matador in geheimer Mission. Aus irgendeinem Grund denke ich direkt jetzt bei Matador an den Stier. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Okay, die Notfallstation hat wieder auf. Hallo. Hallo, hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Ah, mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Das ist ja ein richtig guter Gag. Das ist ein super guter Gag. Das ist ein Gag, der ist auf einer Ebene mit hier irgendwie die nackte Kanone oder so. Das ist wirklich gut. Ah, herrlich. Ah, ist das ein guter Gag, ey. Papageien sind noch immer geeignet für gute Gags.
Ah, geil, geil, geil. Einfach alles klauen. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Aha! Der da. Clown. Clowns. Der Clown unter den... unter die Narkosegasen. Clowns. Also, wir brauchen Wasser und Kaffee und das Wasser muss... Also heiß ist kein Problem. Ich habe ja einen Kochtopf bei mir im Zimmer. Aber jetzt habe ich schon wieder ganz viele andere Sachen bekommen, ey. Okay, aber eigentlich wollte ich die Luftballons ja machen. Ja, ja, geil. Mal gucken, gehen da noch mehr? Einer reicht vorerst. Ah, shit. Okay, dann probieren wir mal, ob das jetzt klappt. Ja, geil. Ja, geil. Jetzt habe ich nur leider immer noch keine Ahnung, was ich jetzt damit machen kann. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht der nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Ah, das sind drei. Ne, er hat ja drei. Oh, wie geil. Das ist auch eine gute Idee. Okay, jetzt kann ich hier... Ich spare mir meine Telekinet... Wie könnte ich das da runterkriegen? Ich spare mir... Ich spare mir meine... Ah, war klar. Okay. Danke, Habibi Blocksberg. Danke, Habibi Blocksberg, Nephilim82, Mr. Cuddles. Ihr alle seid in meinem Buch der coolen Leute. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt und noch da seid. Der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. I doubt it. Ich will den Dietrich haben. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Wenn ich jetzt diesen Roboterarm hätte, der hätte mir schon an so vielen Stellen geholfen. Nee, das kann's dann wohl nicht sein. Plörre. Das Ach so. War so und. Ja. Seziermesser, Zahnbohrer. Oh! Kann ich nicht mitnehmen? Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Da besteht keine Flucht. Da besteht keine. Ah, okay, ja, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Wenn die mal nicht wichtig ist. Da besteht keine Flucht. Weil ich dachte, dass ich die irgendwo hier reinwerfen kann und dann bei dem anderen. Nee. Baum. Da besteht vielleicht? Keine Fluchtgefahr. Ja, ich habe keine Ahnung, was man jetzt mit dem. Der Fußfessel machen soll. Da ist nichts mehr zu. Ah, okay, es muss mit diesen drei Geschichten zu tun haben. Okay, das wird nicht da klappen. Da besteht keine. Okay, dann wird es mit der nächsten wahrscheinlich sein. Da. Nein! Okay. Interessant. Aber hat mir nicht viel geholfen. Handschuhe. Brauchte ich nicht für irgendwas Handschuhe? Da ist ein Loch in der Plattform. Das ist es. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Wenn die Fessel nicht so breit, aber leider ist sie zu. Keine Ahnung, was man mit der machen kann. Abfeilen. Bohren. Das wird alles nicht klappen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht kein... Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding...
ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay, aber kann ich da noch vielleicht ein paar Luftballons dran machen? Ich kann das Ding nicht mehr... Der Trichter? Ich kann das Ding... Ich habe halt keine Ahnung. Jetzt gerade probiere ich nur aus, aber... Ich habe das Gefühl, als komme ich immer näher ran. Ich kann das Ding nicht... Okay, vielleicht auch nicht. Was ist hier nochmal? Da, Plan entwickeln, dann die ganzen Zutaten. Okay, energiereich, klar, belebend, Wasser, Pulver, schwarz, aufputschend, heiß. Bürgermeister, Wenzel überzeugen, okay. So, wir versuchen mal die Wenzel-Nummer. Das hier war auf jeden Fall schon nicht uninteressant, muss ich sagen. Aber ganz habe ich noch nicht verstanden. Jetzt können wir hier mal gucken, wenn wir gerade da sind, ob wir den roten Umhang hier irgendwie... Ich wüsste nicht wie, was das für einen Sinn hätte, aber... Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ach, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Ja, okay. Es soll halt nicht, Toro, ne? Nee, okay. Hey! Ha. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Also diese Animation haben sie doch nicht einfach nur entwickelt, damit man das machen kann und dann merkt, oh, es klappt gar nicht. Sondern diese Animation, die ist ja wichtig. Sie haben ja am Anfang noch gesagt, wie aufwendig Animationen sind. Also haben sie das doch ganz sicher nicht ohne Grund gemacht. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Freigegeben ab, wie langweilig. Was kann man, also man kann ja nichts machen, wenn ich jetzt hier irgendwie da manipulieren könnte, aber ich kann nur den Stier mir angucken. Und was habe ich denn? Schrauben vielleicht? Ich habe einen Bohrer. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Ah, echt jetzt? Und heute. So. Toro! Hey. Okay, hat gar nichts gebracht. Damit kann ich auch nichts und machen. Und heute. Toro! Hey. Toro! Hey. Toro! Na okay, also das hier gucken wir uns irgendwann nochmal an. Da haben wir irgendwas noch nicht gecheckt, aber das könnte bald schon gelöst werden. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug. Okay, ich krieg das also auch nicht auf. Kann ich es denn nicht aufschweißen? Wenn ich das eine brillante Idee, Rufus. Welche Was Idee? Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ah, ja, ich verstehe. Aber das hätte ich jetzt halt, das war wirklich mehr so Verzweiflungs... Alle ich neuen habe Items. Ich lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay, aber jetzt, aus irgendeinem Grund, weiß ich ja schon, ich kann diesen roten Vorhang benutzen. Also muss ich den jetzt verhängen? Jetzt wird er sauer. Macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Das ist ja geil. Das war jetzt ein bisschen Glück. Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Gleich nochmal. Okay, das ist es wohl nicht. Gleich nochmal. Ich weiß halt auch nicht, was ich mit ihm machen will. Okay, rüttelt und dann wirft er mich ab. Ich komme an diese Flüssigkeit. Das ist wahrscheinlich energetisch, ne? Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo.
Ich brauche wahrscheinlich irgendwie die Flüssigkeit für diesen Kaffee. Und heute, liebe Kinder? So schon mal nicht. Oh, du hättest es doch aufschneiden können. Und heute, lieb... So. Okay, das will einfach nicht gehen. Tja, ein geübter Matador. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Der Stier ist wütend, günstig. Zeit für ein Rodeo. Und heute... So schon mal nicht. Das muss nicht um. Ich glaube, ich habe noch nicht genug. Niemals. Und Toni wird es. Der Stier ist wütend, gibt Zeit für ein Rot. Okay, ich weiß noch nicht genau, was man hier machen kann, aber ich bin ein bisschen besser. Moment, okay, jetzt lese ich gerade, probiere mal die Rakete. Das kann man wirklich nochmal probieren, aber. Ich habe ja nicht mal Feuer dafür. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rot. Ist ein guter Versuch, aber hat nicht geklappt. Okay. Ja, da wollten wir ja was machen, ne? Geht wahrscheinlich das von hier jetzt auch. Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Ah, okay, dann müssen wir unten rein. Also die Rätselmechanik habe ich noch nicht ganz gerafft, weil ich nicht verstehe, was da eigentlich, wie das hier verbunden ist. Also der wirft das rein und der Haken... Ach, so ist das gemeint! Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ja, ich habe auch echt was vollkommen anderes erwartet. Aber das ist gut. Wir arbeiten uns vor. Alright. Endlich. Ja, so habe ich mir das gedacht. Hey Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher... Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Du machst das schon. Hast du eine Idee... Schwarzpulver? Keine Ahnung. Hab ich doch. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Also Pulver habe ich schon. Klares Wasser weiß ich nicht. Belebendes Wasser, nehme ich mal an, soll Red Bull sein von dem roten Bullen, oder? Nehme ich jetzt mal an, dass das der Gag ist. Aber ich komme nicht an die Flüssigkeit ran. Und oder vielleicht auch energiereiches Wasser. Also ich habe heißes Wasser... Und belebendes Wasser. Hast du eine was ist Idee, klares? Wo ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch was erfinden. Träum weiter. Ja, vor allen Dingen gibt er mir sie ja nicht. Hast du eine... Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na... Dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich... Du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Es ist so gemein. Es ist so gemein. Okay.
Ich krieg mein Erbe nicht zurück, er will mir auch nicht helfen, ich habe auch sonst keine Hilfen. Was machen wir jetzt hier, damit er denkt, er wäre eine Wasserader? Was kann man hier oben noch machen, damit das nicht reinläuft? Tja. Ich habe hier offen gesagt nichts. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Ich weiß aber nicht genau, was ich hier machen soll. Nicht kleckern, sondern ich persönlich finde... So wird das Messer nur... Was, wenn ich plötzlich eine Versuche einmal noch was zu schweißen. Das sitzt auch so schon fest genug. Ja, dann mache ich mal zu. Nicht, dass das jetzt... Vielleicht hilft es ja, vielleicht musste ich es nur aufmachen, damit ich den Ballon durchlassen konnte. Und vielleicht geht es dann jetzt schon. Okay, es scheint im Waschbecken stecken zu bleiben. Aber ich kann, das Dumme ist, ich kann am Waschbecken überhaupt nichts ändern. Also müsste ich irgendwie einen Schlauch oder so, ich müsste das irgendwo woanders hinleiten. Gute Idee, wenn die Balance die Wenzel immer. Gute Idee, wenn die Balance nur nicht die Wenzel. Ich versuche nochmal eine Sache, aber nur weil ich jetzt unsicher bin wegen dem Balance. Wo muss ich nochmal lang? Da. Feuerlöscher und diese... Der ist so schwer, aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Kann ich den... Ah, ich kann den auch nicht... Der ist so schwer. Ich kann gar nichts damit machen, okay. Ich bin ja eh immer... Da. Gucken wir nochmal. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, kann man das nochmal machen? Mal gucken. Okay, jetzt habe ich wieder einen. Ja, und die Handschellen wären geil, ne? Wenn ich die Handschellen hätte, könnte ich mich vielleicht an dem Bullen festhalten. Ich spare. Ich habe halt keine Ahnung, was das hier, wie komme ich da ran? Am liebsten würde ich ja einmal hier das so festhaken. Und dann mal den Hebel benutzen. Wer weiß, was dann passiert. Aber ja, das macht er halt nicht. Ne? Er will es einfach nicht. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Raff ich nicht. Okay. Achso, ich wollte ja erstmal das Waschbecken mir angucken. Ein brillant platzierter Ballon reicht. Das habe ich mir schon gedacht, ne, dass das für das alte Rätsel war. Aber dann weiß ich jetzt gerade erstmal nicht mehr so richtig weiter. Ich würde zwar wahrscheinlich jetzt durch ein bisschen Rumgesuche schon irgendwann drauf kommen. Aber im Grunde soll es ja auch kein Trial and Error sein. Ich gehe nochmal hier hoch. Irgendwas hier, was schreibt ihr? Guck dir die Trommel genauer an. Welche Trommel? Ich habe keine Ahnung, welche Trommel. Mann, warum kann ich das nicht nehmen? Habe ich wirklich nix? Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte, ich würde sie damit niemals runterbekommen. Ey, kann ich das wirklich nicht mit dem dämlichen ich spare Messer? Mir meine Du machst mich fertig, Rufus. Ach, da ist ja auch noch was.
Mist. Abgeschlossen. Ah. Immer dieses Misstrauen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre... Ja, das habe ich aber leider nicht. Was kann ich mit diesem Feuerlöscher? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Kann ich da vielleicht irgendwas absaugen noch? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich muss bald aufhören, leider für heute. Das haben wir immer noch nicht geschafft. Im Keller. Im Keller. Aber er hat doch nur zwei Locations, oder? Bei ihm. Ich bin bei vielen Rätseln so halb drin. So, jetzt ist das hier der Moment. Bin ich noch nie in den Keller gegangen? Alter, okay, das ist halt auch dumm. Hier ist ja noch ein ganzes Areal, das wusste ich nicht. Ich habe da irgendwie gedacht, da wäre ich schon gewesen, aber nee, da ist ja nichts. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ja, und jetzt würde ich natürlich gerne... Ah, vielleicht muss ich jetzt bohren. Ah, endlich schlägt die Zeit des Bohrers. Okay, das Rätsel nehmen wir noch mit. Was ist hier sonst noch? Gar nichts, ne? Okay. Dem Wenzel, dem ist alles egal. Moment. Nee. Wollte ich ja gar nicht. Da wollte ich lang und da wollte ich lang. Zum Rohr. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise... der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Okay, endlich bekomme ich die Wasserwünschelrute meines Papas. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Okay, aber könnte ich das denn jetzt nicht absaugen? Ich brauche ja klares Wasser. Nee, scheinbar nicht, ne? Ich will mit... Kann ich das schließen? Nee. Ja, das ist schon lustig. Okay. Jetzt haben wir also ihn immerhin weg. Jetzt können wir ins Rathaus und vor allen Dingen aber haben wir jetzt diese Wünschelrute. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Okay, was kann denn noch? Moment. Eine Sache will ich kurz probieren, bevor ich ins Rathaus gehe. Und zwar habe ich mich gefragt... ob man die beiden nicht zusammen benutzen kann. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nee? Oh, scheiße. Okay, das... Ja. Das ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig.
Kann ich denn vielleicht den woanders in ein anderes Loch stecken? Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Kann ich denn... Ach, es macht mich so fernsich, dass ich die... Ich weiß, wenn ich will, sie... Okay. Aber kann ich das dann vielleicht kombinieren mit... Au, ihr blödest... Nee, ne? Kaputt. Okay, das ist lustig. Ja, das ist lustig, dass er den gerade kaputt gemacht hat, weil er, ich dachte schon, nein, was habe ich denn jetzt da wieder gebaut? Und dann kaputt. Ja, ich habe einfach keine Ahnung, was ich mit diesem dummen Feuerlöscher soll. Ich brauche ihn ja eigentlich auch nicht, aber ich würde gerne diese Kugel würde ich halt super gerne hier irgendwie benutzen. Kann man die Fußfest vielleicht an den Baum? Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht keine... Vielleicht so? Ach nee, das soll die ja rein, ne? Okay, Moment, wir machen es mal anders. Wir stellen die mal... da rein. Aha, okay. Ah, jetzt ist sie hier oben. Strike! Ne, ne, ne! Wie geil! Auf die Idee wäre ich nie gekommen, aber das hat funktioniert. Okay, jetzt mache ich mal das, was ich mit der Fußfessel machen wollte. Yes, Mann! Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich das mache und was es bringen soll. Ah, dadurch bleibt der Boden. Alter, wie geil. Es ist ja so geil. Die Rätsel sind wirklich gut. Jetzt muss ich mal echt die Rätsel loben. Die sind zwar manchmal ein bisschen weird, aber die funktionieren total gut. Okay. Kein Gitter. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Okay, jetzt haben wir also den Dietrich. Kann ich damit jetzt das Auto aufkriegen? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknack. Was? Nicht, ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Ja, okay, jetzt bin ich auch unsicher. Okay. Okay. Das war, finde ich, ein sehr... Ach, warte, wir gucken uns noch schnell diese Bürgermeistergeschichte an. Aber wir sind eigentlich am Ende. Ich muss auch bald nach Hamburg heute. Aber das war doch ein sehr schöner Progress, finde ich. Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Okay, ich speichere kurz mal ab, aber ich mache auch gleich noch mal einen Versuch, bevor ich hier lang gehe, weil das soll das Letzte sein, was ich dann mache. Moment, wie will ich da hinkommen? Da. Und da. Und zwar, was habe ich denn gerade gemacht? Nochmal gucken. Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Hier war doch noch was, was ich aufschließen könnte. Vielleicht geht ja da... Yes! Also, weil der Dietrich ist in derselben Location, also könnte man das zumindest mal versuchen. Das sieht gut aus. Ja, natürlich. Belebend? Irgendwas Belebendes? Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Das glaube ich. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Oh Mann, ey. Was ist das? Aufputzen? Ich frage mich, wie das Zeug... Ja, ja. Habe ich es... Na, das hat ja gar keinen Effekt. Das hat ja gar keinen Effekt.
Sehr gut. Plötzlich. Auf der Spritze steht, als ob man dafür ein extra. Okay, ich glaube, dass ich ja jetzt theoretisch mit der Kerze, mit der Spritze müsste ich doch jetzt hier die absaugen können. Einem zornigen Stier Blut. Ja, das geht. Jetzt geht's. Kinderspiel. Jetzt geht's. Was? Stierblut, check. Nicen Bein. Okay, also wir haben mehrere Sachen. Wir haben belebend, wir haben aufputschend, wir brauchen noch energiereich, klar. Das klare Wasser kann ich jetzt natürlich aus dem Loch holen. Ich weiß echt noch nicht genau, wo ich den Rest kriege, aber wir sind schon einen Schritt weiter. Was heißt das hier? Dass ich da nicht... Scheinbar, okay, das geht scheinbar nicht, aber der Weg hier funktioniert weiterhin und das führt ja alles zum Wachmacher und dann kann ich sie endlich wecken. Ja, krass, okay. Gut, ich finde, wir sind gut vorangekommen. Wir machen hier auf jeden Fall mal ein kleines Päuschen, das wird mal gespeichert. Nächstes Mal habe ich jetzt beschlossen, spielen wir hier weiter, denn es ist tatsächlich ja auch wirklich unterhaltsam und es macht auch Bock, sich so die Rätsel nach und nach zu erschließen. Ja. Respekt an der Stelle an Dedelic. Ich habe es ja jetzt erst sehr spät entdeckt. Deswegen habe ich es bisher noch gar nicht mitbekommen, wie gut es eigentlich ist. Aber es lohnt sich, meiner Ansicht nach. Jetzt schicke ich euch gerne irgendwo anders hin. Habt ihr denn einen Wunsch, wohin ich euch raiden soll? Maxim spielt Teamfight Tactics. Das wäre doch eine Möglichkeit. Vielleicht habt ihr noch irgendeinen Wunsch. Dann würde ich den äußern. Ansonsten nehmen wir einfach Maxim. Teamfight Texas. Tactics. Nils ist auch da, okay. Ja, dann nehmen wir Nils. Nils Gefields. Da kommt er. Nils Wurmhoff. Satisfactory. Viel Spaß damit. Ja, und dann raid ich euch mal dahin. Grüßt ihn von mir. Sagt ihm, es war sehr schön am Wochenende. Fragt ihn aus, was die tollsten Sachen sind. Was sind die intelligentesten Sachen, die Simon gesagt hat. Wann machen wir, das fragt ihn. Fragt ihn, wann wir die nächste Geschichte machen. Wann wir wieder ein Wochenende weggehen. Wann wird's mal wieder richtig Beans-Wochenende. Fragt es ihn. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir zusammen Deponia spielen oder eins der anderen vielen Spiele, die ich noch vorhabe. Danke auch an der Donau für dein 5 Monate Prime-Abo. Jetzt fahre ich nach Hamburg. Euch sehen wir vielleicht morgen wieder, wenn ich Zeit habe. Ansonsten irgendwann diese Woche. Habe auch noch ein bisschen was mit Keys geplant. Gnu vielleicht auch. Also es wird auch wieder ein bisschen Multiplayer geben. Ich freue mich auf euch. Bis dann, Leute. Tschüss. Hier werden sie weggeradet zum Nils Bumhoff. Ich bedanke mich jetzt auch bei euch. War schön, dass ihr so lange da wart. Wenn ich nochmal weiter Deponia spielen soll, dann bitte gebt mir doch eine Nachricht. Dann schickt es jetzt einfach mal ab. Schreibt einen Kommentar. Sagt mir, dass ich es weiterspielen soll. Denn das ist letztendlich auch der Motivator, den ich brauche, damit ich dann mich nochmal rantraue. Obwohl ich sagen muss, es ist auch als Spiel selbst funktioniert es super gut und macht einfach auch Bock, auch wenn man das ganz alleine zu Hause spielt. Deponia jetzt hier bei mir gespielt und wie gesagt, wenn ihr mehr wollt, dann haut es einfach bitte in den Kommentarbereich. Ich mache mich jetzt ab. Oh, da wird auch schon das Netz gerade schlecht. Das soll mich jetzt nicht mehr kümmern. Mir ist jetzt alles egal. Knoblauchsoße und scharfe Soße obendrauf. Bis dann, Leute, macht's gut. Tschüss.